So, doch auch. Hier sind wir wieder mit Let's Play The Witcher. Wir befinden uns im Shanis Haus und gehen jetzt mal nach oben, wo Shani selbst und Rittersporn uns erwarten. Nur Rittersporn. Ne, Shani auch da. So, ene mene miste, komm erstmal Rittersporn. Geralt. Junge, siehst du. Das kann nicht wahr sein. Du. Einen Augenblick dachte ich sehe ein Gespenst. Aus. Nein, ich bin kein Gespenst. Verliere ich den Verstand? Shani, ist das ein Witz? Und es ist kein Witz. Aber wie... Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Was habt ihr gesehen, Rittersporn? Ich sah, wie sie befahl, euch auf ein Boot zu legen. Und da war ein Einhorn. Milva, Kahir, Anguleme, Yarpen und Soltan. Wir waren alle Zeugen. Was? Ich habe mein Gedächtnis verloren. Aber ich würde zu gern wissen, warum alle so überrascht sind, mich am Leben zu sehen. Erzählt mir alles. Schritt für Schritt. Vor 5 Jahren saßen wir mit Freunden in einer Taverne, aßen Weinbergschnecken und tranken Wodka. Dann überfiel ein blutrünstiger Mob den Anderling-Bezirk. Ihr seid auf die Straße gegangen, um sie zu vertreiben. Dann... Was? Jemand rammte euch eine Mistgabel in den Bauch. Eine tödliche Wunde. Wir konnten nichts mehr machen. Erzählt ihr mir auch wirklich alles? Wir waren alle dabei. Alle? Wer alles? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? All eure Liebsten und Freunde? Klingt wie eine Ballade. Es ist die Wahrheit, die reine. Geralt, vergebt mir. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr hier seid. Hört zu, Rittersporn. Ich habe keinen Beweis, weil das unmöglich ist. Ich erinnere mich nicht. Manches kann man nicht erklären. Setzen wir uns und trinken wie alte Freunde. Die Zeit wird erweisen, wer ich bin. Ihr habt recht. Wir haben zu viel zusammen durchgemacht, als dass ich das nicht wüsste. Supi. Da haben wir einiges Aufschlussreiches erfahren über unseren vermeintlichen Tod vor geraumer Zeit. Mehr Bier braucht und möchte ich nicht. Was ist mit Soltan? Soltan tauft nicht auf. Genau. Taucht nicht auf. Gottes Willen. So, zu Shani. Ich habe Soltan zu der Party über Shani eingeladen. Ich muss dorthin. Ich glaube, ich brauche etwas zu trinken. Ist richtig. Habt ihr jemanden eingeladen? Jo. Soltan Shivai. Kennt ihr ihn? Nein, aber ich würde ihn gern kennenlernen. Prächtig. Soltan und ich sind stets gut miteinander ausgekommen. Super. Fehlt aber. Soltan! Kann ich mit dir noch klönen? Ich habe nachgedacht und habe eine Frage. Tut euch keinen Zwang an, Rittersporn. Das steht euch nicht. Nehmen wir an, euer nächster Auftrag wäre ein Vampir. Was würdet ihr tun? Ihr habt gesagt, wir haben so viel zusammen durchgemacht. Ihr müsstet es also wissen. Wenn ich euch nun sagen würde, dass ihr einen Kompromiss mit diesem Vampir schließt. Vampire erstehen aus schwarzer Magie und sind von Natur aus böse. Verhandlungen enden meist damit, dass einer der beiden eine Menge Blut verliert. Und das ist fast nie der Vampir. Rittersporn, glaubt mir, wenn man zum Beispiel einer Bruxa sagen könnte, dass sie Kaninchen jagen soll, wäre ich schon lange arbeitslos. Rittersporn, glaubt mir. Wenn man zum Beispiel einer Bruxa sagen könnte, dass sie Kaninchen jagen soll, wäre ich schon lange arbeitslos. Was ist mit höheren Vampiren? Die sind selten. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch, was Blut trinken für einen höheren Vampir bedeutet. Rittersporn. Prosit. Prosit. Starkes Zeug. Aber gut. Ihr wolltet meinen Horizont erweitern. Habe ich mit dem letzten Glas doch schon getan. Hört auf einen Mann, der sich im Leben auskennt und das Gedächtnis nicht verloren hat. Höhere Vampire trinken Blut, so wie wir... Oh, es kommt jemand. Soltan Shivai, holde Maid. Ist lange her, Rittersporn. Oh, willkommen, Geralt. Seid gegrüßt. Hallo, Soltan. Ich brauche jetzt was Gutes zu trinken. Kommt sofort. Schenkt eine Runde ein, Geralt!
Das Fest geht weiter. Ich bin schon dicht wie eine Eule, aber das ist ja alles ausbaubar, nicht wahr? Dabei habe ich nichts getrunken. Meine Augen tränen. Schnaps ist das Beste, das sage ich schon immer. Kommt drauf an, für ein romantisches Abendessen taugt Schnaps nicht. Nicht des Geschmacks, sondern der Wirkung wegen. Meine Eudora und ich haben uns oft einen Krug gegönnt und keinerlei Nebenwirkungen bemerkt. Ich bevorzuge Wein, aber ich habe nichts gegen Schnaps, wenn er in Maßen genossen wird. Hochwertiger Schnaps findet auch in der modernen Medizin Anwendung, wie Shani bestätigen kann. Ja, er ist ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel. Nicht nur. Er wärmt den Körper, vertreibt Schmerzen und bannt Schwäche. Machen wir die Probe aufs Exempel. Prosit! Ja, stecht irgendjemand ab und versorgt ihn mit Alkohol, oder was? Also, wie ich schon sagte, höhere Vampire brauchen kein Blut, anders als die niederen. Weder menschliches noch sonst welches. Blut, mein lieber Monstertöter, ist wie Alkohol für sie. Wo habt ihr das erfahren? Bei den haarigen Eiern der Spinne, das stimmt. Bin ich der Einzige, der nicht mehr durchblickt? Nein, ich verstehe es auch nicht. Rittersporn, worauf wollt ihr hinaus? Geralt, ihr habt einen wahren Freund gehabt, der ein Vampir war. Hatte ich etwa auch einen Freund, der ein Drache war? Ja, auch das, der Scherz geht auf euch. Wie auch immer, es stimmt. Sein Name war Regis. Sultan kann es bezeugen. Er war euer Freund und konnte mit bloßen Händen rotglühende Hufeisen aus dem Feuer holen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Was geschah mit diesem Regis? Emil Regis Rohelek Terziev Godefroy starb im Kampf an eurer Seite. Trinken wir auf ihn und die anderen Gefallenen. Trinken wir. Auf Caleb Straton! Auf Rotschopf! Hä? Okay. Wirklich recht interessant. Also hier wird im Eilverfahren und im ziemlich besoffenen Kopf meine ganze Vorgeschichte durch den Mangel gedreht, die, denke ich mal, alle schon im Buch ja bekannt ist. Das war auch wieder kein Deutsch, was ich hier rede. Naja, ihr wisst, was ich meine. Dann wollen wir das einfach mal weiter fortführen. Aber diesmal bei Shani. Was ist? Erzählt mir von der Schlacht von Brenna. Wir waren zu viert und mussten tausende Verwundete versorgen. Ich habe das Zelt nie verlassen. Ich bewundere euch, Shani. Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich Sultan eingeladen habe. Ich mag ihn. Da bin ich aber froh. Super, das Fest geht weiter. Habt ihr Hunger? Ein wenig. Wir haben Brot, doch wir sollten es nicht trocken essen. Wir brauchen Schmalz. Die Oma unten hat sicher einen vollen Schmalztopf. Ah. Ihr macht Witze. Die Mumie hat sicher Schmalz. Und vielleicht sogar eingelegtes Gemüse. Shani? Lasst euch aber nicht erwischen, Geralt. Ich bezahle sie morgen. Moment mal, warum ich? Zwerge sind nicht gerade Leisetreter. Shani würde niemals herumschleichen und Rittersporn. Also, der würde es vermasseln. Na gut. Bin gleich zurück. Fressflash! Ein Glück habe ich das ja schon gemacht. Befindet sich ja alles in meinem Quest-Inventar hier. Quest-Gegenstände. Erfolg gehabt! Schmalz und eingelegtes Gemüse. Mmh. Wie wär's noch mit Zucker? Sultan. Schon gut. Schmalz genügt. Sehen wir mal, was Rittersporn singt. Ich will nicht wissen, wo das hier endet, ey. Eieiei. Noch singt da gar nichts. Vielleicht muss ich ihn anquatschen. Sieht so aus. Ich kenne das perfekte Lied für Sultan. Das möchten wir gern hören. Singt schon. Ah, wieder Durchblick. Schaut zu jenem Forste, seht den Wolf in seiner Macht. Er hüpft vor Freude, wedelt mit dem Schwanz und lacht.
Was für ein Anblick! Die Melancholie blieb ihm versagt. Gewiss ist er nicht verheiratet, sonst wär er verzagt. Im Grase sieht man, der Wolf nun hinkend geht, Blick und Gesicht nach unten gerichtet, die Brust ihm bebt. Was spielte so bös mit diesem edlen Tier? Gewiss ist's frisch verheiratet oder nun versprochen ihr. Sultan, wie geht's der werten Gattin? Keine leichte Frage, Rittersporn. Die alten Zeiten kommen niemals wieder. Die guten alten Zeiten. Shani ist eingenickt. Trinken wir noch ein Gläschen. Dann gehen wir. Trinken wir. Weil es ist helllichter Tag, Freunde. Naja, Shani ist eingenickt, ganz eindeutig. Ha, nochmal, was stand da? Vielleicht wäre es eine gute Idee, Shani ein paar Rosen zu bringen und Danke zu sagen. Das Fest ist vorbei, morgen gehe ich bestimmt verkatert... Was? Ach, werde ich bestimmt verkatert sein. Vielleicht sollte ich Shani... Bla, 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 bla. Ja, Freunde, ich finde nichts wie nach Paslumpi. Das dauert Stunden, hier Rosen zu kaufen. Wie viel haben wir eigentlich? 15.30 Uhr. In dem Fall werde ich mir jetzt hier mal einen Quick Shave gönnen. Und danach direkt Frauentränen. Wo sind sie denn? Denn dieser hat den Effekt. Hebt die Wirkung von Alkohol auf. Und flump. Geil. Absolute Marktlücke. Falls das hier irgendein Offizieller gucken sollte, sowas sofort erfinden. Das kann echt Leben retten. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ach komm, es ist ja auch egal. Alles, was ich hier hätte finden können, habe ich gefunden und schon verbraucht. Ja, da mir nicht viel Größeres oder nicht viel mehr einfällt, als jetzt Shani ein paar Blumen kaufen zu gehen, machen wir das so einfach mal. Siege finde ich sowieso nicht. Was kann ich... So, Rosen, rote Rosen. Dieses Lied von Rittersporn, was er da getrellert hat, war ja irgendwie... Sollte ich mich sputen? Ja, doch nur Randentertainment. Viel wichtiger war, glaube ich, dieser vermeintliche Blickwechsel zwischen Shani und Geralt, welcher wohl auf mehr hindeuten lässt. So, ah, wo bin ich jetzt hochgekommen? Ach so. Gut. Das hätten wir. Shani ist aber nicht zu Hause um diese Uhrzeit. Wahrscheinlich werde ich abends wiederkommen müssen. Ich renne jetzt trotzdem mal ins Krankenhaus bzw. in die Kirche. Was ja ein und das gleiche ist hier. Ja. Anscheinend nicht. Ihr da, trollt euch. Hallo, ich will da rein. Aha. Jetzt funktioniert. So. Shania Twain. Where the heck are you? There you are. Schnell. Sprecht. Wo wohnt? Ich habe wie ja, vor dem das schnell. Ist, ich kann es naja. Besucht. Besucht mich am Abend, dann mache ich das auch mal. Eben ein bisschen geknackt, bis zur Dämmerung meditieren. Nee, da wollte ich nicht. Ich wollte mixen. Habe ich überhaupt irgendwas zu mixen? Macht es überhaupt Sinn hier irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Intensität, Schwalbe habe ich noch 6 Stück von, das reicht erstmal. Waldkraut, weißer Honig, Wolf. Och, komm. Machen wir hier mal. So, und ab die Luzi, ab die Katze, was auch immer. So, da wollen wir uns hier mal gar nicht lange aufhalten. Drei Worte wollten gleichzeitig raus. Vielleicht sollte ich mal erhalten Mistelzweig. Noch ein. Super.
Heute ist aber wieder ganz schlimm. Ich vergesse im laufenden Band, was ich eigentlich sagen wollte. Nicht genug Kaffee vielleicht. Das kann sein. So, ab zu Shani und Danke sagen. Und zwar nicht mit Kaffee, sondern mit Rosen. Moment, kurz orientieren. Shani. Shani hier oben lang. So, hier sind wir. Bomben richtig. Mittlerweile verlaufe ich mich nicht mehr ganz so oft, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Du alte Wachtel, ey, geh mir nicht auf die Eier. Nach oben, Pater. Seid mein Gast. Ich werde sofort gehen. Mehr als das, wenn es nach mir geht. Gute Frau. Ah, ich wollte gerade sagen. Ja? Ja. Shani, ich hab hier was. Rote Rosen. Rot, Geralt, rot, also. Rot sind die Rosen. Ihr errötet ja. Ich bekomme so selten Blumen. Eine hübsche junge Ärztin wie ihr hat doch gewiss genügend Bewunderer. Oh. Naja, so ein finsterer Bursche hat alle anderen verscheucht. Wenn ihr Hilfe braucht? Nein, alles in Ordnung. Er war mysteriös, auf seine Art schmeichelhaft. Wir sind ein paar Mal ausgegangen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich nicht herausgefunden hätte, dass er ein Doppelleben führt. Was meint ihr damit? Thaler, ich bezweifle, dass ihr ihn kennt. Eines Abends gingen wir auf dem Deich spazieren, als mir klar wurde, dass uns zwei Männer folgten. Sie trugen graue Mäntel über Rüstungen der Spezialeinheit. Die Mäntel sollten ihre Identität verschleiern. Sie konnten nicht wissen, dass ich an der Universität gelernt habe, ihresgleichen zu erkennen. Ich dachte, die würden uns festnehmen, aber Thaler meinte, ich solle mir keine Sorgen machen. Die Pflicht riefe ihn und wir müssten Abschied nehmen. Ich wollte ihm schon gehörig die Meinung sagen, als ich bemerkte, dass die Männer ihm Zeichen gaben. Haben Sie Salamander-Abzeichen getragen? Moment, ich war neugierig. Daher sagte ich ihm, er hätte mir das Herz gebrochen und täuschte eine Ohnmacht vor. Thaler sagte zu den Männern, hoffentlich ist euer Anliegen wichtig. Einer von ihnen entgegnete, aber Chef, wir waren doch so gut wie unsichtbar. Thaler antwortete, ich mach deine Eier so gut wie unsichtbar, wenn ich sie dir in den Hintern schiebe. Das ist Thaler. Da konnte ich nicht mehr an mich halten und pustete vor Lachen. Wie ging die Sache aus? Sie brachten mich nach Hause. Ich hörte einen der Unsichtbaren sagen, dass ihr Einsatz gegen die Salamandra misslungen wäre. Wer waren diese Leute? Voltests Geheimpolizei. Als wir einander zum ersten Mal begegnet sind, in Ochsenfurt, habe ich euch geholfen, den Agenten Redaniens zu entkommen. Die Tamerischen sind kaum besser. Da wir gerade von Ochsenfurt sprechen, wobei hat Rittersporn denn eigentlich gestört? Ich dachte schon, ihr würdet nie fragen. Oh, die Karte ist auch nicht verkehrt. Vor allem, wenn ihr euch das Buch mal anguckt. Ah, geil. Nette Folge. Auf jeden Fall. Von dem einen beschaulichen Fest direkt wieder mitten in politische Ereignisse und Verwirrungen. Das Telefon klingelt. Ich glaube, ich mache hier mal einen Cut, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal.